Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Health and Fitness Store in Karlsruhe, Ihrem professionellen Fitnessberater zum Thema Personal Training, Ernährungsberatung, funktionales Krafttraining und Kardiosport. Kardiosport, Herzsport, da geht es heute darum. Sollte man in regelmäßigen Zyklen absolvieren? Natürlich, klar, gerne draußen, aber es gibt Jahreszeiten, da ist es nicht möglich, draußen zu laufen. Wir haben es draußen nass, es ist kalt, es macht keinen Spaß, es ist dunkel und somit macht es auch Spaß, auf dem Laufband zu laufen. Unter Voraussetzung, man hat das neue System der Firma Vision Fitness, Horizon Fitness, nennt sich Passport. Passport unterstützt das Laufen virtuell. Wer es nicht kennt, wird sich fragen, was könnte das sein? Ganz einfach. Passport, auf Passport kann man verschiedene Filme abspielen. Das bedeutet, das Passport wird gekoppelt mit dem Fernseher zum Beispiel oder man schaut das Ganze auf dem Gerät, wenn das Gerät ausgestattet ist mit einem bestimmten Display, auf dem Display an. Es sind verschiedene Lauf- oder Joggingwege hinterlegt in San Francisco, in der Schweiz, in Österreich, in Venedig. Man hat 10 verschiedene Möglichkeiten im Moment und kann dann diese Strecken ablaufen. Das heißt, ich befinde mich zwar auf dem Laufband, aber ich sehe im Film tatsächlich in HD-Auflösung entweder die Landschaft oder die Stadt. Und das sehr realistisch. Sobald es im Film bergauf geht, geht direkt auf dem Laufband die Steigung nach oben. Das heißt, das Gerät passt sich immer dem Film an. Wenn ich schneller laufen möchte, was ich jetzt mal mache, genau, was die Jenny macht, sie läuft schneller, passt sich dann sofort auch der Film in der Geschwindigkeit an. Passport ist per Funk mit dem Gerät verbunden und hat nur eine Kabelverbindung zum Fernseher. Somit natürlich auch ganz einfach zu installieren. 10 Minuten, das Ganze ist installiert. Man braucht natürlich eben das passende Gerät dazu. Nicht jedes Vision Fitness, nicht jedes Horizon Fitness Gerät passt dazu, aber die, wo passen, ist es super easy, das Ganze zu gestalten. Wie man sieht, jetzt läuft natürlich auch der Film wesentlich schneller. Wir sind hier im Nirgendwo. Ich weiß gar nicht genau, wo wir sind. Wir waren vorher in der Schweiz. Ich glaube, wir sind immer noch in der Schweiz. Sie läuft in der Schweiz. Das könnte vielleicht sogar Basel sein. Wer schon mal in Basel war, der weiß das. Wunderschön. Wenn man kann natürlich auch, wenn es einem jetzt zu langweilig wird, das heißt, wenn man sagt, naja, die Geschwindigkeit ist mir immer noch zu langsam, kann man natürlich großzügigerweise auch mutig sein. Und schon wird der Film angepasst. Läuft schneller. Schön das Ganze bei Licht aus, das heißt, man macht komplett den Raum dunkel und sieht nur noch den Fernseher. Es ist ein tolles Gefühl zu laufen und in der Tat, das Wichtigste bei dem Ganzen, man vergisst komplett die Zeit. Man ist immer noch nur noch am Laufen. Wie man hier sehen kann, ein klares, übersichtliches Display hier beim Horizon T5000. Wir haben hier bei dem Gerät die Möglichkeit, den Puls über 2 Handpulssensoren zu messen. Das sind die Chromflächen, Hände drauf, Pulsmessung. Und in diesem Bereich hat man die Möglichkeit, auf der linken Seite die Steigungsvorwahl, Plus und Minus. Und auf der rechten Seite kann man die Geschwindigkeit anwählen, plus, minus. Dann am Rahmen haben wir nochmal ein Zahlendisplay. Auf diesem Zahlendisplay ist es möglich, die Vorwahl der Geschwindigkeit in größeren Schritten anzuwählen. Dann natürlich etwas weiter oben, rechts sichtbar, das Polarzeichen. Somit kann man hier die Herzfrequenz auch mit den Sendern der Firma Polar nutzen, das heißt die Brustbänder der Firma Polar nutzen. Und hat somit eine Herzfrequenzübertragung per Funk. In der Mitte sichtbar das iPhone. Das iPhone lässt sich natürlich hier anbinden und ich habe dann die Möglichkeit, über das iPhone Musik abzuspielen und über die internen Lautsprecher ist es dann zu hören. Wir befinden uns hier wieder in den USA, in der Nähe von Kalifornien, wie man sehen kann, mit Wasserfall, die Nevada-Fälle. Und landschaftlich gigantisch. Hier befinden wir uns wieder in den USA und zwar in einem Park, im Nationalpark in New England und zwar östlich des Mississippis. Landschaftlich sehr schön. Mit Meeresblick das Ganze. Wie man hier wieder sehen kann, das Ganze natürlich auch noch unterstützt durch Musik.
Das heißt, es wird nicht nur ein Film geliefert, sondern auch passend dazu die nötige Motivationsmusik. Toller Ausblick aufs Meer. Landschaftlich sehr schön. Wieder eine ganz andere Landschaft. Hier natürlich mehr in der Ebene, somit natürlich auch ein bisschen einfacher zu laufen. Sobald es in die Berge geht, ist natürlich mit Steigungen verbunden und somit natürlich auch wesentlich anstrengender, weil immer dann, wenn filmtechnisch ein Berg kommt, geht natürlich automatisch das Laufband nach oben und verändert die Steigung. Wir sind hier in den USA in einem Nationalpark. Wer gerne auch mal in der Stadt läuft, hat natürlich auch die Möglichkeit, wie hier sichtbar, zum Beispiel in Chicago, in Downtown. Wie man hier sehen kann, mehr Realismus geht wirklich nicht. Es sieht eindeutig so aus, ob man sich auf der Straße befindet. USA, einmal Möglichkeit in Chicago zu laufen. Wir haben die Möglichkeit in Italien zu laufen, in Venedig. Auch in Hollywood kann man laufen gehen. Wie man sehen kann hier auf dem Walk of Fame. Auch eine schöne Strecke, einfach für die Stadt, einfach mal andere Bilder. Und somit wird es beim Laufen, beim Cardio-Sport, beim herzkräftigen Sport alles andere, aber nicht mehr langweilig sein. Durch die neue Technik, passend für die Horizon und Vision Fitness Geräte. Und das Medium heißt Passport. Passport ist ein kleines Modul mit USB-Anschluss und hier habe ich die Möglichkeit, mir verschiedene Sticks zu kaufen und auf den Sticks sind jeweils zwei Laufstrecken vorhanden. Entweder landschaftliche Laufstrecken oder wie hier sichtbar auf dem Walk of Fame in Hollywood oder wie schon genannt in Venedig oder in den Alpen oder im Nationalpark oder in der Nähe der Niagarafälle. Genügend Auswahl, sodass das Cardio-Training bestimmt nicht langweilig wird.